Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword im alten Großheiligtum. Part Nummer 3 hier im sechsten Dungeon. Ein neues Gebiet wird jetzt freigelegt. Schauen wir mal, was passiert. Es geht wieder mal nach draußen. So schaut's mal aus. Und ich glaube, wir sind dem Boss ziemlich nah. Der Boss-Türe. Vom Gefühl her, es dürfte nicht mehr allzu viel fehlen. Oh. Außer natürlich ein paar Gegner, die fehlen schon noch. Und die wollen wir direkt attackieren. Dafür werden sie gleich drauf gehen. Das eine Vieh zumindest und das andere auch. Kann schon mal ein bisschen vorarbeiten. Denn wer weiß, wofür es gut ist. Moment. Ich glaube, die beiden hier bekommen auch mal eins drüber. Das kann nicht wahr sein. Die haben sogar noch nach Hilfe gerufen. Haben Verstärkung angefordert, die hoffentlich nicht kommt. Okay. Gut. Genug hier verschwendet an Pfeilen. Jetzt haben wir wohl nur einen einzigen Weg, hier über die Lava zu kommen. Und es ist hier hinüber. Und dann schauen wir mal. Ach, okay, euch lasse ich mal in Ruhe. Ein neuer Raum. Wie heißt es so schön? Neuer Raum, neues Glück und neue Fledermäuse. Oh nö. Wie dumm. Das Vieh hat uns gar nicht bemerkt. Das ist schon sehr, sehr fahrlässig von dem Idiotenvieh. Und jetzt schlag doch mal zu. Noch so gerade eben. Okay. Hier ist versperrt. Das heißt, wir haben nur einen einzigen Weg. Das ist der hier. Und auch der Weg hier ist voll Gegner. Wie soll es auch anders sein? Wie gesagt, dieser dunkle Schleim hier, diese dunkle Materie, die bewirkt, glaube ich, dass wir nicht attackieren dürfen. Wir wurden bisher, glaube ich, noch gar nicht getroffen, oder? Ich glaube nicht. Und wenn doch, dann war es im ersten Part vielleicht. Ich weiß es nicht genau. So, was, wohin jetzt? Bestimmt hier rein, oder? Natürlich. Das können wir ja auch. Nachdem wir zuletzt... Wer ist denn das? Was ist denn das für einer? Uff, was für ein Tag. Wenn man nichts findet, ist die Schatzsuche nur halb so lustig. Das ist auch wieder so ein Magma. Ich hoffe, der ist uns wohlgesonnen. Aber gut, wir haben ein Schwert. Und er nicht. Hoffe ich zumindest. Was macht er jetzt? Lol. Alter. Der arbeitet gegen uns. Das war ein grünes Ungeheuer. Wie konnte ich es mir nur bis hierhin folgen? Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Hey, was willst du hier unten bei uns, Mogma? Was auch immer du versuchst, wenn du mir nicht den Weg versperrst. Entkomme ich dir. Das war wohl ein dezenter Hinweis. Okay. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Einsperren, einkerkern ist schwierig so. Vielleicht darf er uns einfach nur nicht sehen. So, folge uns. Ah nee, nicht ganz. Vielleicht ja... Das war schlecht, glaube ich, oder? Können wir uns beeilen? Können wir, aber das war trotzdem nicht gut genug. So vielleicht? Ne, der ist sau schnell. Also das mit einem Einkerkern wird schwierig, glaube ich. Wie kann man das am besten anstellen? Er muss irgendwie auf uns zulaufen, so zum Beispiel jetzt. Oder? Nein! Oh, der ist echt nicht schlecht. Solche Aufgaben mag ich überhaupt nicht. Und wir haben einfach keine Ausdauer. Das ist ja nochmal der Schlimmere. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich hier auch länger dran gesessen, weil ich es nicht gepackt habe. Weil ich einfach zu schlecht war. Der merkt uns. Bemerkt uns andauernd. Hm.
Wieso kommt der eins uns nicht einfach mal entgegen? Das wäre doch viel angenehmer. Müssen wir uns vielleicht langsamer bewegen oder so? So, jetzt komm. Nein! Das darf nicht wahr sein. Wie mache ich das denn? Wie bekomme ich den? Der bemerkt uns auch um die Ecke. Das ist doch nicht zu glauben. Könnte, glaube ich, ein bisschen anstrengender werden. Jetzt habe ich ihn. Oh Mist, jetzt bin ich geliefert. Du kannst mit mir machen, was du willst. Was zum... Diese Clown? Sind die nicht aus der Sammlung meines Kumpels? Fällt dir aber sehr früh ein. Das war ein Geschenk. Was? Du kennst meinen Kumpel? So grün wie du bist, hätte ich schwören können, dass du eins der Monster bist. Hey, nicht wütend werden. Tut mir ja selbst leid. Aber dafür gebe ich dir jetzt was Schönes. Warte mal kurz. Wahrscheinlich wohl der dritte Schatz. Ja, sieht gut aus. So, da wären wir wieder. Übrigens, an der Klippe da vorne schienen die Monster vorhin etwas zu suchen. Da gehst du doch sicher auch noch hin. Pass bloß auf. Nun, ich mach mich dann mal auf, zurück zum Boss. Und als kleine Reingabe öffne ich dir die Tür. Bis dann. Das ist mal sehr schön. Ein Service ist das ja. Aber vorher erstmal Fang spielen, das ist sehr nervig. Gut, wir bekommen jetzt etwas Schönes bestimmt. Ein Herzteil. Okay. Das ist okay. Zwei weitere fehlen. Für neun Herzcontainer. Wusste ich jetzt auch schon gar nicht mehr, dass man hier ein Herzteil holen kann. Eine Flasche, ein Herzteil. Ist schon mal nicht schlecht. Oh, Fledermäusis. Aber die können weichen. So, jetzt kommen wir hier. Ach, Mistvieh. Okay, wir müssen bestimmt die Lava durchqueren. Dürfte kein Problem sein. So, aber kommen wir nicht von der anderen Seite? Das ist ein ganz neues Gebiet. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Erstmal, das ist wohl die Abkürzung, genau. Vom Anfangsbereich des Raumes. Und hier, hier ist ein Loch zum Graben. Okay. Moment. Ich glaube, ich kenne das hier noch. Das ist eine richtig doofe Stelle, nur mal eben so gesagt. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ja, das werdet ihr, oder? Das ist bestimmt Lava. Und die Lava, die fließt jetzt. Oh, oh, oh. Jetzt heißt es hier Volldampf voraus. Wir dürfen natürlich nicht total außer Brüste geraten. Das heißt, Energy Drinks müssen wir hier benutzen. Alter, wie krass. Gib Gas. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Wir haben es geschafft. Aber da kriegt man schon ein bisschen Herzkasper bei. Und die Lava, sie fließt. Das heißt, im Eingangsbereich dürfte es jetzt weitergehen. Wir dürften auch da jetzt die Lava durchqueren können. Also nichts wie zurück. So. Ging doch bis hierhin alles recht flüssig. Und irgendwie habe ich gerade so einen Niesreiz, den ich unterdrücken muss. Noch so eben geschafft. Boah, das war gerade... Wow, heftig. Wow, Hilfe. Lass mich in Frieden. So. Wäre ja doof, wenn ich jetzt hier niesen müsste während der Aufnahme. Okay. Ahem. Hua. Rüber auf die andere Seite. Die Gegner dürften ja hinüber sein. Ich hoffe, ich habe alle erwischt. Okay. Gut. Sind wir jetzt schon? Brücke der Entscheidung. Glaube an dich, sei mutig und schreite voran. Alles klar. Das heißt, hier dürften wir
beim Boss sein. So schaut's aus. Aber natürlich fehlt uns noch der Boss-Key. So. Erstmal dürfen die Gegner hier drauf gehen. Und dann schauen wir mal, ob wir klug sind. Weil am Anfang hat uns ja der Mogma so einen Hinweis gegeben. Irgendwas mit der schlafenden Statue, hat er ja gesagt. Und das ist hier sehr wichtig. Mut brauchen wir sowieso, denn wir müssen hinunterspringen. Diese Statue hat die Augen zu, diese die Augen auf. Eine ist quasi der Freitod, eine ist die Rettung. Und die Statue, die Augen zu hat, dürfte die richtige sein. Insofern, versuchen wir es hier. Okay, das ging noch so gut. Die Plattform erschien aus dem Nichts, aber das zeigt auch, dass es die richtige Entscheidung war. Die andere wäre vermutlich die falsche gewesen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich da runterspringe. Habe ich, glaube ich, bis jetzt nicht gemacht. Oh nö, oder? Oh nö. Der nächste Zwischenboss. Oh nein. Ich will das eine Vieh zumindest schon mal drauf haben, drauf gehen lassen. Alter. Lass mich in Frieden! Mensch. Okay. Nein! Okay, wir wurden getroffen, jetzt sehen wir mal. Wir können nichts machen. Wir können nicht angreifen und nichts. Wir können nur hier die Wände emporlaufen, was total dumm ist. Och, Manu! Diese doofen Mistviecher. Bock gleich unseren ersten Trank. Leider. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen von beiden ich gedamaged habe. Okay, das war der. Der ist hinüber. Ein paar Herzen aufsammeln. Ich mag diese Exhalfos einfach überhaupt nicht, ganz ehrlich. Einfach nur dumm. Vor allen Dingen zwei auf einmal direkt. Das nervt einfach nur. Okay, aber wenn man weiß wie... Na, so nicht. Dann kontert er. Man muss immer entgegengesetzt schlagen, wie er sich verteidigt. Hört sich leicht an. Ist es auch, wenn einer übrig ist, aber wenn zwei auf einmal da sind, dann ist das echt total nervig. War einfach nur ein dummer Kampf, ganz ehrlich. Okay, aber immerhin bekommen wir jetzt nochmal einen Eidechsenschwanz. Mit stacheligen Kugeln, ja schön. Nummer 7. Also ich kann auf jeden Fall mal gucken, ob wir irgendwas aufbessern können. Wenn wir wieder mal in im Wolkenhort sind. Aber erstmal ein neuer Raum. Die Treppen empor. Ah, okay. Das erinnert so ein bisschen auch an The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir müssen hier irgendwie hoch und da sind Fledermäuse. Und das finde ich eher weniger schön. Also schnell. Da kommen sie schon an. War klar. Aber die sollten jetzt kein allzu großes Problem mehr sein. Ach, noch mehr. Herzchen. Herzchen will ich haben. Immerhin wieder 11 Stück. Das ist schon mal ordentlich. Da unten war noch ein Herz, glaube ich. Haben wir noch eben so im Augenwinkel gesehen. So, okay. Gut. Oh, das sieht doch gut aus, oder? Das dürfte der Master Key sein. Aber natürlich nicht, ohne vorher noch ein Rätsel zu meistern, oder? Bestimmt hier drin. Natürlich, ein weiteres Mal. Ah, okay, wir müssen diese Platten aktivieren. Mal kurz schauen. Bestimmt in einer bestimmten Reihenfolge, das weiß ich noch. Okay. Wahrscheinlich so in der Reihenfolge, in der die Flügel sich befinden. Okay, Moment. Das ist verkehrt, oder? Ja, natürlich. Die hatte nämlich drei Flügel.
Also, okay, erst die mit keinem Flügel, dann die mit einem Flügel, dann die mit zwei Flügeln und so weiter. Also kein Problem eigentlich. Aber ich glaube, beim ersten Mal wusste ich sogar gar nicht genau, was ich machen muss. Ich habe es nicht gescheckt, obwohl es einfach war. Ich habe mich nur gewundert, dass alles wieder ausgeht. Es war schon ziemlich, ja, dumm. Sagen wir es mal so. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Dann kommt die rechts oben. So, und da ist wieder so ein doofes Wurmvieh. Stopp. Das ist Nummer 4. Da muss ich ja zurück. Unten wahrscheinlich, ne? Genau. Okay. Rätsel gelöst. Aber ich glaube, das war es noch immer nicht. Weil das Wurmvieh ist doch bestimmt nicht umsonst da. Erstmal jedoch ist der Weg eigentlich frei. Aber eine Falle. Ich frag mich, wer die hier hingesetzt hat, diese Falle. Man weiß es nicht. Schon ein bisschen dumm. Oh verdammt, der folgt uns, der folgt uns, der folgt uns. Hilfe. So. Nein, verdammt, das war jetzt ein bisschen zu schlecht. Ich frag mich, wie man nach 2 Metern Kraxeln K.O. sein kann. Als legendärer Held. Oh. Er hat uns gesehen. So, noch einmal treffen, dann war's das. Aber er wird immer fixer, der Gute. So. Na, komm schon her. Ja. Der knallt sogar gegen die Wand. Wie dumm. Aber ich kann nicht umdrehen. Auch wie doof. Das war jetzt echt doof. So, jetzt komm. Puh. Das war ein sehr einfacher Kampf. Aber irgendwie eklig, das Vieh. Ich mag's nicht. Jetzt können wir wieder zurück. Rätsel gelöst. Falle umgangen, beziehungsweise Falle beseitigt. Aber schon gemein, wer diesen Mechanismus hier eingebaut hat. Der kann es nicht gut gemeint haben mit dem legendären Helden. Aber jetzt bekommen wir ihn. Den Master Key. Und damit können wir nach 3 Parts eigentlich auch den Dungeon abschließen, indem wir den nächsten Boss besiegen. Doch wer wird das sein? Ich muss selbst nochmal überlegen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, ich habe auf jeden Fall eine Idee. Aber ich will natürlich nichts sagen, ist auch klar. Beim nächsten Mal werden wir es gemeinsam rausfinden, wer oder was uns erwarten wird. Und bis dahin, macht es gut.